Hier ist die aktuelle Kamera mit dem Wochenrückblick von Samstag, dem 4. März 2023. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der BASF-Konzern wird sich schrittweise aus der Europäischen Union zurückziehen. Darüber berichtet das Portal Finanzmarktwelt. Claudio Kummerfeld schreibt: Der weltweit größte Chemiekonzern BASF ist auch ein Eckpfeiler des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Am 24. Februar präsentierte er seine Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022. Jahresumsatz 11%, Gewinn minus 11,5%. Interessant ist, was die BASF zu Kosteneinsparungen und der Verlagerung von Teilen der Produktion sagt und vor allem auch, wie man es sagt. Es ist eine regelrechte Abrechnung mit einem stagnierenden Europa und die Feststellung gleichzeitigen Aufschwungs anderer Kontinente. Obendrauf noch die teuren Energiekosten und eine immer größere Bürokratie in Deutschland bzw. der EU machen BASF wohl die Entscheidung leicht, einige Produktionsbereiche in Ludwigshafen dicht zu machen. Wie man es schreibt, die Anforderungen der Kunden hierzulande werden dann aus ausländischen Werken befriedigt, teils sogar aus Werken in Übersee. BASF-Chef Martin Brudermüller lässt sich so zitieren: Die Wettbewerbsfähigkeit der Region Europa leidet zunehmend unter U Überregulierung. Sie leidet auch immer mehr unter langsamen und bürokratischen Genehmigungsverfahren und vor allem unter hohen Kosten für die meisten Produktionsfaktoren. All dies hat bereits über viele Jahre das Marktwachstum in Europa im Vergleich zu anderen Regionen gebremst. Zusätzlich belasten jetzt die hohen Energiepreise die Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Das Kosteneinsparprogramm, das 2023 und 2024 umgesetzt wird, zielt laut aktueller Mitteilung von BASF darauf ab, die Kostenstrukturen in Europa und vor allem in Deutschland an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Es sollen jährlich Kosteneinsparungen von mehr als 500 Millionen Euro in Einheiten außerhalb der Produktion geben. Etwa die Hälfte dieser Einsparungen werden am Standort Ludwigshafen erwartet. Weltweit werden sich die Maßnahmen unterm Strich voraussichtlich auf rund 2600 Stellen auswirken. Diese Zahl beinhaltet auch neu zu schaffende Stellen. BASF äußert sich aktuell auch über die wichtigsten Veränderungen am Verbundstandort Ludwighafen. Die Caprolactam-Anlage wird geschlossen, eine der beiden Ammoniakanlagen sowie damit verbundene Düngemittelanlagen ebenfalls. Die Kapazität der Caprolactam-Anlage von BASF in Antwerpen, Belgien, reicht aus, um die Nachfrage für den Eigenbedarf und den europäischen Markt in Zukunft zu decken. Die europäischen BASF-Kunden werden laut aktueller Mitteilung auch zukünftig zuverlässig mit TDI beliefert. Über das weltweite BASF-Produktionsnetzwerk mit Anlagen in Geismar, USA, Yeosu, Korea und Shanghai, China. TDI steht für Toluol-2,4-Diisocyanat. In der chemischen Industrie ist TDI ein wichtiges Zwischenprodukt für die Herstellung von Klebstoffen, Schaumstoffen, Polyurethane, Elastomeren, Beschichtungen und hochwertigen Lacken zur Verwendung in der Automobilindustrie für Flugzeug- oder Triebwagenlackierungen. Weil Industrie aus Deutschland abwandert, kann man sich hierzulande auf die Schulter klopfen, dass man seine Klimaziele erreicht. Wertschöpfung und Aufbau von Wohlstand finden dann eben in Übersee statt. Dazu sagt BASF heute im Wortlaut: Die strukturellen Veränderungen werden auch zu einer deutlichen Reduzierung des Strom- und Energiebedarfs am Standort Ludwigshafen führen. Dadurch werden die CO2-Emissionen in Ludwigshafen um rund 0,9 Millionen Tonnen pro Jahr sinken. Dies entspricht einer Reduzierung der weltweiten CO2-Emissionen von BASF um rund 4%. So Kummerfeld. Mal davon abgesehen, dass natürlich dann woanders Produktionen gesteigert werden und das Ganze sich als Milchmädchenrechnung hier herausstellt. Also werden hier Klimaziele in Deutschland praktisch über die Deindustrialisierung erreicht. Während einige Medien, darunter etwa der Spiegel, von 2600 Stellen, die in Ludwigshafen gestrichen würden, schreiben, handelt es sich tatsächlich um 700 Stellen. Die 2600 Stellen werden weltweiten Veränderungen in Anführungszeichen unterliegen, wie der Konzern schreibt, was auch immer er damit meint. Es sind 700 Menschen, die in die Erwerbslosigkeit gehen werden, und das sollte man nicht vergessen.
Selbstverständlich kann es nicht die Aufgabe von Marxisten sein, der Standortlogik zu folgen. Deutschland wurde schon dank der Agenda 2010 unter Kanzler Schröder, SPD, in Kooperation mit Bündnis 90 Die Grünen zu dem EU-Billiglohnland. Weiter drunter ginge nur noch mit Sklaverei oder Zwangsarbeit, was durchaus in Programmen von Parteien des rechten reaktionären Spektrums steht, die mehrheitlich von der Arbeiterklasse gegen ihr eigenes Interesse gewählt werden. Für Marxisten ergeben sich zwei Schlussfolgerungen. Erstens, die EU schadet den Interessen der Arbeiterklasse ihrer Mitgliedsländer und ist deshalb abzuschaffen. Zweitens, Konzerne sind in Gemeineigentum zu überführen und unter demokratische Kontrolle zu stellen. Und zum Thema Zwangsarbeit abschließend ein paar Netzsplitter oder Dokumente aus dem AfD-Grundsatzprogramm und aus einem Antrag der AfD-Fraktion an den Bundestag, damit Sie sehen, dass ich nicht übertreibe, sondern dass tatsächlich solche Ideen und Forderungen in einer Partei, die dem Deutschen Bundestag angehört, vorliegen und dass diese Partei weiterhin von Mitgliedern der Arbeiterklasse gewählt wird, ist sehr bedenklich. Am vergangenen Samstag trafen sich weit über 50.000 Menschen zu der von Sarah Wagenknecht, Die Linke, und der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer initiierten Kundgebung am Brandenburger Tor. Die Junge Welt berichtet. Eine korrekt eingestellte politische Brille hilft beim Zählen von Demonstrationsteilnehmern auf die jeweils nachgefragten Größenordnungen zu kommen. Die Expertise der Berliner Polizei in diesem Geschäft dürfte in der Bundesrepublik konkurrenzlos sein. Eine Demonstration für Waffenlieferungen und eine Fortsetzung des Krieges in der Ukraine bis zum Sieg Kiews, die am späten Freitagnachmittag mit rund 7.000 Menschen durch Berlin-Mitte gezogen war, schätzte die Berliner Polizei nach oben abweichend auf 10.000 Teilnehmer. Für die wesentlich größere Kundgebung im Anschluss an das von mittlerweile über 700.000 Menschen unterzeichnete Manifest für den Frieden, die am Samstagnachmittag stattfand, nannte die Polizei 13.000 Teilnehmer. Sie verschätzte sich damit einmal mehr, diesmal allerdings deutlich nach unten. Dabei schien die Polizei vor Ort den starken Zustrom durchaus zur Kenntnis zu nehmen. Schon gegen 14 Uhr ließ sie ankommende Teilnehmer nicht mehr durch den nördlichen Teil des Tiergartens auf direktem Weg zur Kundgebung laufen, sondern schickte sie auf den Umweg über die Yitzhak-Rabin-Straße zur Straße des 17. Juni. Ein dort eingesetzter Polizist begründete das auf Nachfrage damit, dass es bereits zu voll sei. Am S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor hielten zu diesem Zeitpunkt mit Verweis auf die Überfüllung keine Züge mehr. Dennoch nannte die Berliner Polizei im Anschluss die Zahl von 13.000 Demonstranten, die eine Absperrung der Zugangswege bzw. die Sperrung des Bahnhofs gar nicht nötig gemacht hätte. Auch in anderer Hinsicht war die Polizeikommunikation offenbar irreführend. Unter Berufung auf die Polizei verbreitete etwa die Nachrichtenagentur dpa, dass sich eine Gruppe linker Gegendemonstranten eine lautstarke Auseinandersetzung mit Jürgen Elsässer, Herausgeber des rechten Kompaktmagazins, geliefert habe. So wurde der Eindruck erweckt, Elsässer sei als akzeptierter Teilnehmer der Wagenknecht-Schwarzer Kundgebung von Gegendemonstranten konfrontiert worden. In Wirklichkeit war es so, dass er sofort nach seinem Auftauchen von antifaschistischen Kundgebungsteilnehmern eingekesselt wurde. Auf der Kundgebung heute tauchen tatsächlich Vertreter rechter Gruppierungen auf. Demo-Teilnehmer stellen sich ihnen entgegen. Der Bitte der Versammlungsleitung, Elsässer zu entfernen, entzog sich die Polizei. Dem Augenschein vor Ort nach dürften es am Samstag mindestens 35.000 Menschen gewesen sein, die bei Temperaturen knapp über den Gefrierpunkt dem Aufruf der Bundestagsabgeordneten Wagenknecht und der Publizistin Schwarzer gefolgt waren. Die Veranstalter nannten 50.000. An einer Gegenkundgebung aus dem Spektrum ukrainischer Nationalisten und ihrer Unterstützer an der Ebertstraße gegenüber der US-Botschaft beteiligten sich etwa 30 Personen, an einer weiteren auf dem Pariser Platz etwa 10.
Die Kundgebung am Samstag erinnerte an die Friedensbewegung der 1980er Jahre. Parteifahnen waren, abgesehen von vereinzelten Flaggen der Partei Die Linke, keine zu sehen. Dafür zahlreiche Symbole der Friedensbewegung in allerlei Varianten. Die Mehrheit der Teilnehmer war ganz ohne Fahnen und Plakate gekommen. Ein Indiz dafür, dass hier tatsächlich eine relativ breite Mobilisierung gelungen ist. Es muss freilich davon ausgegangen werden, dass die intensiven Bemühungen im Vorfeld, die Kundgebung als Querfrontveranstaltung zu denunzieren, am Ende viele Menschen ferngehalten haben. Wagenknecht sagte bei der Kundgebung unter lautem Beifall, dass man nun sehen könne, wie viele wir sind. Wir fangen jetzt auch an, uns zu organisieren, kündigte sie an. Das Land brauche endlich wieder eine starke Friedensbewegung. Einmal mehr betonte sie, dass Neonazis und Reichsbürger auf dieser Friedenskundgebung nichts zu suchen hätten. Politisch gehe es darum, das Leid und das Sterben in der Ukraine zu beenden. Auch Putin müsse bereit sein zu Verhandlungen und Kompromissen. Die Ukraine dürfe kein russisches Protektorat werden. Weiter gehe es darum, die wachsende Gefahr einer Ausweitung des Krieges und einer Eskalation zum Atomkrieg zu bannen. Schwarzer nannte es durchaus richtig, den von Russland brutal überfallenen Ukrainern mit Waffen zur Seite zu stehen. Nun aber sei nach dem Ziel dieses Krieges zu fragen und nach seiner Verhältnismäßigkeit. Der ehemalige General Erich Wardt forderte ein Ende der Kriegsrhetorik in Deutschland und den Beginn von Verhandlungen. Die Aktuelle Kamera wird Ihnen alle drei Redebeiträge gesondert zur Verfügung stellen. Die Berliner Landesvorsitzende der Linkspartei sagte der Süddeutschen, dass die von der Bundestagsabgeordneten Sarah Wagenknecht initiierte Friedenskundgebung am Samstag in Berlin nichts mit linker Politik zu tun gehabt habe. Den Aufruf dazu nannte sie querfronttauglich. Nicht falsch, aber ziemlich albern wäre es, einem regierungslinken Profi wie Katina Schubert damit zu kommen, dass das doch gelogen ist. Die vom rechten Rand der Linkspartei ausgehende Polemik gegen die Kundgebung zielt politisch nämlich mitnichten darauf, dass sie eine Querfront gegen die Regierung demonstriert, sondern darauf, dass überhaupt gegen die Regierung demonstriert wird. Die geforderte Solidarität mit der Ukraine meint innenpolitisch ein Abnicken der Regierungslinie, etwa beim Thema Waffenlieferung, und außenpolitisch eine Identifikation mit der für verbindlich erklärten Erzählung, den Ukraine-Krieg bzw. mit dem in Kiew formulierten Programm des ukrainischen Nationalismus. Das ist so regressiv und antisozialistisch, wie es umgekehrt eine politische Identifikation mit dem russischen Nationalismus wäre. Wird in der Linkspartei aber als internationalistische Position diskutiert. Die regierungssozialistische Rechte in der SPD nach 1914 war völlig skrupellos, aber auf den Dreh ist nicht einmal sie gekommen, schreibt Nico Popp dazu in einem Kommentar für die Junge Welt. Aus dieser Sachlage ergibt sich eine bedenkliche Eintrübung der Aussichten für die Fortexistenz der Partei Die Linke. Wenig wahrscheinlich ist, dass sich die harten Vaterlandsverteidiger noch lange mit denen, die um eine Wiederbelebung der Friedensbewegung bemüht sind, in ein und derselben Partei aufhalten werden. Denn hier handelt es sich tatsächlich um einen nicht mehr überbrückbaren Gegensatz in einer strategischen Grundfrage, die in der akuten Krisenlage täglich zur Entscheidung drängt. Die Wut, mit der Angriffe wie der von Schubert vorgetragen werden, resultiert auch aus einer intellektuellen Notlage. Man ahnt, dass es nicht lange durchhaltbar ist, über eine eingebildete Querfront zu zetern, während die eigenen Leute ganz real dort aufkreuzen, wo Banderistenfahnen geschwenkt werden. Auch im Karl-Liebknecht-Haus dürfte mit die Nervosität wachsen. Klar ist, dass eher früher als später, vielleicht ja bei einem von Michael Briens Gespräch gebrachten Sonderparteitag, die Frage gestellt werden wird, warum der Parteivorstand sich im Vorfeld von Veranstaltungen wie jener am Samstag ausschließlich demobilisierend betätigt. Geht nicht hin, ist eben politisch etwas grundsätzlich anderes als drängt rechte Trittbrettfahrer heraus. Wie letzteres geht, haben am Samstag auch Genossinnen und Genossen der Linkspartei demonstriert. Geht nicht hin, ist der Regierungsstandpunkt. Wenn man eines schönen Tages feststellt, dass man den vertritt, sollte man kurz darüber nachdenken, ob man an der Spitze einer nominell noch immer sozialistischen Partei am richtigen Platz ist. Es folgen internationale Meldungen.
Die UN-Generalversammlung verurteilte am 24. Februar 2023 mit einer Mehrheit von 141 Stimmen den russischen Einmarsch ein Jahr zuvor. Von Baerbock bis zur Konrad-Adenauer-Stiftung wird darin ein klares Votum der Weltgemeinschaft gesehen, dass Russland, Zitat, weiterhin isoliert bleibe. Sogar den brasilianischen Präsidenten da Silva holte man an Bord, indem man ihn einlud, am Text mitzuarbeiten. Er hat sich damit fangen lassen und scheidet deshalb als neutraler Vermittler vorerst aus. Dabei hatte er noch wenige Zeit zuvor die Lieferung von Munition an Deutschland zur Weitergabe an die Ukraine verweigert. Mit Nein stimmten lediglich Russland selbst, der Verbündete Belarus sowie die Demokratische Volksrepublik Korea, Eritrea sowie die Syrische Arabische Republik. Es enthielten sich Algerien, Angola, Armenien, Bangladesch, Bolivien, Burundi, die Zentralafrikanische Republik, die Volksrepublik China, Kongo, Kuba, El Salvador, Indien, Irak, Kasachstan, Kirgisistan, Laos, Madagaskar, Mali, die Mongolei, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Pakistan, Senegal, Südafrika, Südsudan, Tadschikistan, Uganda, die Vereinte Republik Tansania, der Vietnam und Simbabwe. Auf einer Karte betrachtet sieht das Abstimmungsergebnis so aus. Die Einschätzung, dass damit eine Isolation der Russischen Föderation einhergeht, teilen außer den Kreisen rund um die Regierungen der imperialistischen Staaten allerdings nur wenige. Wie diese Vergleichskarte zur Unterstützung der Sanktionen gegen die Russische Föderation im Kontrast deutlich zeigt. Wenn man sehen möchte, was wirklich Isolation bedeutet, dann vergleiche man mal mit der Abstimmung über ein Ende des US-Embargos gegen Kuba vom November 2022. Hier stimmte lediglich der Aggressor USA selbst und sein Verbündeter Israel dagegen. Sogar der Vasall Ukraine enthielt sich. Die Russische Föderation führt nun in den zwei Oblasten Cherson und Saporischschja sowie den ehemaligen Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, die von russischer Seite als Teil der Föderation angesehen werden, die russische Sozialgesetzgebung ein und startet ein groß angelegtes Sozialprogramm. Davon berichtet ZDF heute. Für Präsident Wladimir Putin gehören Donetsk, Lugansk, Saporischschja und Cherson zu Russland. Das machte er einmal mehr klar, als er am 21. Februar in seiner Jahresbotschaft verkündete, wir werden ein großes sozioökonomisches Entwicklungsprogramm für diese neuen Regionen innerhalb der Föderation ausweiten. Mit Blick auf die Bevölkerung in den genannten Gebieten sagte Putin, jetzt sind wir wie Brüdern und Schwestern. Es sei die Pflicht des Staates, die Familien zu unterstützen, die Angehörige im Krieg verloren hätten. Den Familien gefallener Soldaten und Kriegsveteranen versprach Putin finanzielle Unterstützung und kündigte zu diesem Zweck einen staatlichen Sonderfonds an. Und in den neuen Gebieten werde es mehr soziale Hilfsprogramme geben. Die Sozialhilfen sollen ab dem 1. März ausgezahlt werden. Die gesetzliche Grundlage dafür schuf die Staatsduma bereits am 14. Februar. Die Mindestrente in den zuvor ukrainischen Gebieten soll auf das gesamtrussische Niveau angehoben werden. Bislang bekamen Rentnerinnen und Rentner in der Ostukraine mindestens 10.000 Rubel monatlich. Umgerechnet entspricht das etwa 125 Euro. Jetzt sollen sie mindestens 16.000 Rubel bekommen, umgerechnet 200 Euro. Das Renteneintrittsalter wird allerdings entsprechend angehoben. Für Männer von 60 auf 65 Jahre und für Frauen von 55 auf 60 Jahre. Auch sollen die Regeln für Krankengeld, Geburtenhilfe, Beihilfen und Kindergeld an die russischen angepasst werden und Beihilfen für Kriegsveteranen aufgestockt. Schon im August 2022, also noch vor dem Anschluss, hatte Putin allen Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine per Dekret ein unbefristetes Aufenthaltsrecht für die Russische Föderation gewährt, inklusive Arbeitserlaubnis. Per Präsidialdekret wurde außerdem beschlossen, Rentnerinnen und Rentner, Menschen mit Behinderung und schwangeren Frauen in Russland Sozialleistungen auszuzahlen, wenn sie aus der Ukraine oder den Volksrepubliken Luhansk und Donetsk geflohen waren. Für Ukrainerinnen und Ukrainer in den neuen Gebieten, die Kinder zwischen 6 und 18 Jahren haben, gab es zusätzlich Einmalzahlungen. Sie bekamen laut Kreml 10.000 Rubel. Russland plant, die vier ehemals ukrainischen Regionen bis 2026 vollkommen zu integrieren. Die Staatsduma brachte dafür bereits mehrere Gesetze auf den Weg. Die Volksrepublik China legte einen 12-Punkte-Plan für Frieden in der Ukraine vor.
Parteiische Stimmen aus dem Wertewesten werfen der Volksrepublik vor, nicht Partei zu ergreifen und deshalb nach ihrer Auffassung kein neutraler Vermittler zu sein. Denn das ist man natürlich nur, wenn man der westlichen Diktion folgt. Es ist vielleicht hilfreich, sich erst einmal genauer anzusehen, was die Volksrepublik dort überhaupt vorschlägt. Auf der Seite infosperber.ch findet man folgende Übersetzung. Erstens, Respektierung der Souveränität aller Länder. Das allgemein anerkannte Völkerrecht einschließlich der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen muss strikt eingehalten werden. Die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit aller Länder muss wirksam gewahrt werden. Alle Länder, ob groß oder klein, stark oder schwach, reich oder arm, sind gleichberechtigte Mitglieder der internationalen Gemeinschaft. Alle Parteien sollten gemeinsam die grundlegenden Normen für die internationalen Beziehungen aufrechterhalten und für internationale Fairness und Gerechtigkeit eintreten. Die gleichmäßige und einheitliche Anwendung des Völkerrechts ist zu fördern, während doppelte Standards abgelehnt werden müssen. Zweitens, Abkehr von der Mentalität des Kalten Krieges. Die Sicherheit eines Landes sollte nicht auf Kosten anderer Länder angestrebt werden. Die Sicherheit einer Region sollte nicht durch die Stärkung oder Ausweitung von Militärblöcken erreicht werden. Die legitimen Sicherheitsinteressen und Belange aller Länder müssen ernst genommen und angemessen berücksichtigt werden. Es gibt keine einfache Lösung für ein komplexes Problem. Alle Parteien sollten gemäß der Vision einer gemeinsamen, umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Sicherheit und mit Blick auf den langfristigen Frieden und die Stabilität in der Welt dazu beitragen, eine ausgewogene, effektive und nachhaltige europäische Sicherheitsarchitektur zu schaffen. Alle Parteien sollten sich dem Streben nach eigener Sicherheit auf Kosten der Sicherheit anderer widersetzen, eine Blockkonfrontation verhindern und sich gemeinsam für Frieden und Stabilität auf dem eurasischen Kontinent einsetzen. Drittens, Beendigung der Feindseligkeiten. Konflikte und Kriege sind für niemanden von Vorteil. Alle Parteien müssen rational bleiben und Zurückhaltung üben, es vermeiden, die Flammen zu schüren und die Spannungen zu verschärfen und verhindern, dass sich die Krise weiter verschlechtert oder gar außer Kontrolle gerät. Alle Parteien sollten Russland und die Ukraine dabei unterstützen, in die gleiche Richtung zu arbeiten und den direkten Dialog so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, um die Situation schrittweise zu deeskalieren und schließlich einen umfassenden Waffenstillstand zu erreichen. Viertens, Wiederaufnahme der Friedensgespräche. Dialog und Verhandlungen sind die einzige praktikable Lösung für die Ukraine-Krise. Als Bemühungen, die zu einer friedlichen Beilegung der Krise beitragen müssen, müssen gefördert und unterstützt werden. Die internationale Gemeinschaft sollte sich weiterhin für den richtigen Ansatz zur Förderung von Friedensgesprächen einsetzen, den Konfliktparteien dabei helfen, sobald wie möglich die Tür zu einer politischen Lösung zu öffnen und Bedingungen und Plattformen für die Wiederaufnahme von Verhandlungen schaffen. China wird in dieser Hinsicht weiterhin eine konstruktive Rolle spielen. Fünftens, Beilegung der humanitären Krise. Alle Maßnahmen, die dazu beitragen, die humanitäre Krise zu lindern, müssen gefördert und unterstützt werden. Humanitäre Maßnahmen sollten den Prinzipien der Neutralität und Unparteilichkeit folgen und humanitäre Fragen sollten nicht politisiert werden. Die Sicherheit der Zivilbevölkerung muss wirksam geschützt werden und es sollten humanitäre Korridore für die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus den Konfliktgebieten eingerichtet werden. Es müssen Anstrengungen unternommen werden, um die humanitäre Hilfe in den betroffenen Gebieten zu verstärken, die humanitären Bedingungen zu verbessern und einen schnellen, sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu gewährleisten, um eine humanitäre Krise größeren Ausmaßes zu verhindern. Die Vereinten Nationen sollten bei der Koordinierung der humanitären Hilfe für Konfliktgebiete unterstützt werden. Schutz von Zivilisten und Kriegsgefangenen. Die Konfliktparteien sollten sich strikt an das humanitäre Völkerrecht halten. Angriffe auf Zivilisten oder zivile Einrichtungen vermeiden, Frauen und Kinder und andere Opfer des Konflikts schützen und die Grundrechte der Kriegsgefangenen achten. China unterstützt den Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Russland und der Ukraine und fordert alle Parteien auf, günstigere Bedingungen für diesen Zweck zu schaffen. Siebtens, Sicherheit von Kernkraftwerken.
China lehnt bewaffnete Angriffe auf Kernkraftwerke oder andere friedliche kerntechnische Anlagen ab und fordert alle Parteien auf, das Völkerrecht einschließlich des Übereinkommens über nukleare Sicherheit einzuhalten und von Menschen verursachte nukleare Unfälle entschlossen zu vermeiden. China unterstützt die Internationale Atomenergiebehörde IAEA dabei, eine konstruktive Rolle bei der Förderung der Sicherheit friedlicher Nuklearanlagen zu spielen. Achtens, Verringerung der strategischen Risiken. Atomwaffen dürfen nicht eingesetzt und Atomkriege dürfen nicht geführt werden. Die Androhung oder der Einsatz von Atomwaffen sollte abgelehnt werden. Die Weiterverbreitung von Kernwaffen muss verhindert und eine nukleare Krise vermieden werden. China lehnt die Erforschung, Entwicklung und den Einsatz von chemischen und biologischen Waffen durch jedes Land unter allen Umständen ab. Neuntens, Erleichterung der Getreideexporte. Alle Parteien müssen die von Russland, der Türkei, der Ukraine und den Vereinigten Nationen unterzeichnete Schwarzmeer-Getreideinitiative in ausgewogener Weise vollständig und wirksam umsetzen und die Vereinten Nationen dabei unterstützen, eine wichtige Rolle in dieser Hinsicht zu spielen. Die von China vorgeschlagene Kooperationsinitiative zur globalen Ernährungssicherheit bietet eine praktikable Lösung für die globale Nahrungsmittelkrise. Zehntens, Beendigung einseitiger Aktionen. Einseitige Aktionen und maximaler Druck können das Problem nicht lösen. Sie schaffen nur neue Probleme. China lehnt einseitige, vom UN-Sicherheitsrat nicht genehmigte Sanktionen ab. Die betroffenen Länder sollten aufhören, einseitige Aktionen und die weitreichende Gerichtsbarkeit gegen andere Länder zu missbrauchen, um ihren Teil zur Deeskalation der Ukraine-Krise beizutragen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Entwicklungsländer ihre Wirtschaft ausbauen und die Lebensbedingungen ihrer Bevölkerung verbessern können. 11. Aufrechterhaltung der Industrie- und Lieferketten. Alle Parteien sollten sich ernsthaft für den Erhalt des bestehenden Weltwirtschaftssystems einsetzen und sich dagegen wehren, die Weltwirtschaft als Werkzeug oder Waffe für politische Zwecke zu nutzen. Es bedarf gemeinsamer Anstrengungen, um die Auswirkungen der Krise abzumildern und zu verhindern, dass sie die internationale Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Finanzen, Lebensmittelhandel und Verkehr stört und die weltweite wirtschaftliche Erholung untergräbt. Forderungen des Wiederaufbaus nach Konflikten. Die internationale Gemeinschaft muss Maßnahmen ergreifen, um den Wiederaufbau nach Konflikten in Konfliktgebieten zu unterstützen. China ist bereit, dabei Hilfe zu leisten und eine konstruktive Rolle zu spielen. Wie die Gegenseite diesen Plan der Volksrepublik einschätzt, ist, wie ich finde, vor dem Hintergrund einer sich mehr und mehr abzeichnenden multipolaren Welt mittlerweile völlig irrelevant. Deswegen erspare ich Ihnen auch den ganzen Unsinn, der über die Mainstream-Medien verbreitet wird. Stattdessen werde ich Ihnen in einem gesonderten Beitrag Auszüge aus einem Artikel von Jürgen Hübschen aus den Nachdenkseiten zur Verfügung stellen. Das waren einige Meldungen der Woche. Die aktuelle Kamera verabschiedet sich, wünscht Ihnen noch einen schönen Abend, ein schönes Restwochenende und trotz alledem eine gute Woche. Wir sind verkehrt und angespielt.